Bergkorb ins Leben geschossen. Ja, mein Gott, verpisse dich jetzt. Ach, den Lockstein. Okay, dann trigger den Locks auch noch. Ja, den habe ich angehittet, der hat mich die ganze Zeit schon genervt. Der muss jetzt sterben. Muss nicht helfen, das passt schon. Das ist so eine persönliche Sache, weißt du? Ich mach's alleine. Kein Problem. Ich hab wirklich keine Pfeile mehr. Ich möchte denk da weg. Gerne jetzt. Denkst du weg fürs Team oder was, sagst du? Ja, wir haben schon mal Dev Commands benutzt, aber nicht hier auf dem Server, sondern nur lokal. Also wir machen das meistens so, wenn wir ein Gebäude bauen bei uns auf dem Server, dann gehen wir in eine lokale Welt und bauen da quasi mit den Dev Commands schon mal was vor. Ich den Logs vielleicht auch nicht triggern sollen. Finste. Einfach damit wir eine Vorstellung davon haben, wie es am Ende aussehen soll. Es gibt ein paar Ausnahmen, da haben wir einfach drauf losgebaut. Aber bei manchen Sachen haben wir uns auch vorher quasi schon mal einen Draft sozusagen gebaut. Kann der Lox nicht einfach den Kobold matschen? Aber alles, was wir hier auf dem Server bauen, wird ohne Dev Commands gemacht. Zumal die hier auch deaktiviert sind, also wir können die hier gar nicht verwenden. Die funktionieren nicht. Aber ich finde, gerade so wie der Minecraft Creative Modus ist, sind die Dev Commands manchmal ganz hilfreich, wenn man große Gebäude vorher mal planen will. Was will denn jetzt ein Hauptzwerg-Berserker? Ja, sag ich doch, die Nerven. Na, einfach damit man auch nicht den ganzen Stream damit verbringt, seine Gebäude zu planen und dann irgendwie die ganze Zeit nur am Planen und Bauen ist, sondern damit es auch ein bisschen rucki-zucki geht. Ja, na klar, theoretisch kann man sich über Umwege natürlich trotzdem hier die Dev-Commands zunutze machen, aber das macht auch irgendwie ein Stück weit das Spiel kaputt, wenn man es wirklich für einen Progress nutzt, finde ich. Also muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber wir so die Vereinbarung, würde ich schon sagen, dass du so, was zum was? Zur Struktur. Ja, können wir gerne machen. Also wir haben für uns so ein bisschen die Vereinbarung getroffen, dass wir das ohne Dev-Commands spielen. Ja, das haben wir extra so gemacht eigentlich, dass wir das hier so ein bisschen aufbauen wollen, um auch den Survival-Aspekt ein bisschen mit einzubringen. Vielleicht ändern wir es, aber ich fand ehrlich gesagt den Creative-Modus für mich auch in Minecraft nie zeitfüllend, sag ich mal. Nee, dieser Creative-Mode und frei bauen ohne Baukosten ist für mich auch immer nur so ein, das was er halt, wie der Name sagt, ein Kreativ-Modus, wo man sich ein bisschen selbst ausprobieren kann. Aber das Feeling auf einem normalen Server ist dann doch nochmal ein anderes, deswegen. Ich finde, es hat auch ein bisschen was, wenn man sich jetzt selber ein Haus zusammenbaut mit Ressourcen, die man eben gerade für sich gefarmt hat. Eben. Aber grundsätzlich, ich finde nicht, dass die Dev Commands grundsätzlich schlecht oder cheaty sind. Also die haben ihre Daseinsberechtigung. Nee, definitiv nicht. Also wenn jetzt gerade mal angenommen, Kevin hätte sein Silber nicht weggeschmissen, einfach nur einen Berg runter, sondern es wäre tatsächlich despawn. Hat jemand Bock auf eine Eiktür mit einer großen Coke? Ah. Coke ist leider aus. Hier sind Loks. Boden? Ach, da drüben. Ja. Ich hab das für ein Face gehalten. Benny lässt schon wieder seinen Hass sprechen hier. Ihr macht es, ne? Ich geh schon mal in den Turm. Jojo. Oh, das ist Devskito. Okay, ich töte den Devskito für euch. Oh, hier sind noch ein paar Goblins. Ich vermute auch, dass da drin wieder so ein Totem ist, was die spawnt. Das war ein kostspieliger Angriff meiner Special-Fähigkeit. Ich bin schon wieder fast tot. Ich zieh mich mal kurz zurück. Ja, auch mein Fernkampf über. Ich glaube, durch die vielen Tode habe ich mir meinen erarbeiteten Bogenskill auch schon wieder relativ zunichte gemacht. Das ist natürlich schade. Das ist halt übel fummelig, die Kobolde in dem Turm zu töten. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Auf so kleinem. So, wir kommen mal zu dir, Kevin. Schamanen schon eine Frechheit, ehrlich gesagt. Meinst du ja Grauzwerg-Schamane?
Ja, dass sie sich überhaupt erdreisten, zu uns zu kommen. Ja, also allein deren Existenz ist eine Beleidigung für mich. Ja. Ha! Also. Nadeln und ein paar Münzen. Okay, gut. Naja. Ja, weil die Münzen in dem, Stage, Spielstage eigentlich relativ useless mittlerweile das sind. Das könnten sie auch mal ein bisschen patchen, updaten, also dass es da beim Händler noch mehr Sachen gibt. Das Einzige, was man wirklich regelmäßig braucht, ist Fischköder. Alles das andere... Aber ich fand das echt nervig. Ja, aber ich vermute, wir werden nicht drum rumkommen, hin und wieder mal zu angeln. Ja, ja, definitiv. Die Fischwraps sind relativ gut. Also ach, die Fischwraps sind vor allem, also die sind glaube ich beste Stamina-Quelle. Beste Stamina-Quelle, wo gibt. Wir haben sowieso schon nicht mehr das beste Fleisch, was wir gerade benutzen, nur das beste Essen. Was willst du denn jetzt hier, Mann? Nee, das stimmt. Wir sind eigentlich vom Essen her sind wir unter unseren Möglichkeiten. Das Beste, was wir zurzeit kriegen könnten, wäre wahrscheinlich schon der Locksmeat Pie und die Serpent Stew. Serpent Stew machen wir halt auch noch nicht, ne? Ist halt auch so. Nee, da müsst, das ist halt auch, das sind so die Sachen, die auch echt schwierig zu farmen sind. Also Locksmeat geht mal noch. Aber ich glaube, es ist ein Schwarzwaldsturm drum. Aber Serpents zum Beispiel, da muss man ja immer mit der Harpune losziehen. Ich guck grad mal, ich würde mich jetzt so ein bisschen... Du halt auch nicht offscreen alleine machen. Also wisst nicht wie. Es geht alleine, aber es ist halt signifikant aufwendiger, als das im Team zu machen. Ja, du musst ja das halt Schiff an Land ziehen. Also. Ja eben, du musst ja das Schiff vorn und das Teil an Land ziehen gleichzeitig, also weiß ich nicht. Oh, ich hau heute permanent gegens Mikro, es tut mir leid. Och, Mazzili. I am truly sorry for that. RIP Headphone also ich denke, mit Sümpfen wird's heute nichts mehr. Nee, tatsächlich nicht, aber bin ich auch nicht so böse drum. Nö, alles gut, das Plains-Biom ist ja gerade relativ groß. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir versuchen, vielleicht unter der Woche ein bisschen Eisen zusammen zu farmen. Struktur, gerade! Na, du hast A. Wo denn? Benny hat, August! Und ich hab halt Struktur! So hat jeder so sein... Jeder so sein eigenes Mojo. Ist doch schön. Jeder hat seinen Kampfschrei. Genau. Also der Struktur, es ist schon eine Art Struktur, oder? Es ist ein bisschen wie so ein Portal. Ein Stein. Keine Ahnung, das sind zwei halt Steine, wenn du zählen könntest. Das ist ein Stein. Vielleicht sind die ja unterirdisch irgendwie miteinander verbunden, so U-förmig, weißt du? Weil dann hätte Benny recht. Denke ich nämlich auch. Aber wir können es ja nicht ausschließen, dass es so ist. Aber es sieht trotzdem genau irgendwie nice aus, so. Ist also okay, jetzt ja. Mal. Na, wie gesagt, das ist okay, ich bin doch Benny, ich finde alles scheiße. Ich hab gesagt, das ist okay. Das ist eine 5 von 7 oder was? Ich hab gesagt, das ist okay. Ist es jetzt eine 5 von 7, eine 4, eine 2, was denn? Okay. Oh. Das ist okay von 7. Zahlen. Mach Zahlen. Merkel, mach Zahlen. Mach Zahlen, Bruder. Ja, aber wie gesagt, ich würde gerne auf so einem Stein oben irgendwas bauen. So ein Haus in der Luft. Übrigens, by the way, die Steine sind ultra gut, um, naja, Steine schnell zu farmen. What? Ach ja, stimmt, das macht ja Schaden. Hast du das Team getankt? Ja. Ich glaube, jetzt kommst du fast effektiver, wenn du übers Mordor-Portal gehst, als da jetzt einmal außen rum zu rennen. Stimmt, ja. Mach ich auch. Guter Punkt. Bin fast tot. Die Einstern-Dinger sind echt boshafte Bastarde. Hm, die machen schon ganz schön Damage. Ich versuche mich mal auf den Stein da hinten zurückzuziehen. Vielleicht kann ich von da aus ja. Aber naja. Kann ich trotzdem erst mal sagen. In den Fernkampf gehen. Wo bist denn du, Matze? Ich bin auf den Stein hier hinten. Warum? Habe ich doch gerade gesagt, damit ich in den Fernkampf gehen kann. Na, aber nützt doch nichts, wenn da nichts ist. Wie, wenn da nichts ist? Mit der Sternkobold rennt hinter mir her und du bleibst da stehen und wartest, dass was passiert. Nein, ich habe das extra so angekündigt, dass du mir vielleicht folgst und den mitbringst. Das geht nicht so einfach. Wieso soll das nicht so einfach gehen? Du gehst mir hinterher und er folgt dir. Dann geht ich bin auch einfach vor ihm weggerannt. Naja, klingt jetzt gar nicht mehr so effektiv, aber kann man natürlich machen. Du musst, hast du keinen Heiltrank oder so? Oder komm doch einfach mal runter, ich habe nur noch 30 Leben. Komm du doch einfach mal hoch. Wie denn? Na, einfach hochspringen. Okay, cool. Und jetzt?
Kann ich da nicht erstmal safe Pfeile haben? Ja, dann regeneriere dich halt erstmal wenigstens. Regenerieren, schmieren. Du sollst einfach runterkommen, wir machen den Z2 tot hier. Ja. Nicht so kompliziert. Mein ja. Gott, ich versuche ein bisschen Taktik hier reinzubringen. Ach, Taktik, Schmacktik, sag ich immer. Ich geb dir kleine Schmack. Ja, einfach mal drauf auf den Olga. Meine Taktik war die richtige, okay? Mhm. Ja, whatever floats your boat, Kevin. Was? Gesundheit. Kann kein Englisch. Merkt man. Ist tragisch. Echt This so, is ne? very tragic. Was immer dein Boot flötet. Ich flöte dahin. Hey, wait. Oh Leute, was stimmt mit Benny heute nicht? Ach, mit R so. Kann man es auch schnell wegpacken? Hat Benny das nicht vorige Woche zu dir schon gesagt? Hat er das? Nee. Kann nicht sein. Nicht. So irgendwas anderes. Ja, sehe ich auch so. Ich verprüge mal Zypressen. Okay, cool. Ich setz mich hin. Aber wobei, ich könnte mein Nahkampfskill an Kevin ein bisschen aufleveln. Haben wir die Möglichkeit, ein Feuerchen hier hinzubauen, bevor du hier sinnlos rumquarkst? Ja, natürlich haben wir das. Wegen Rested Bar. Oh, ich könnte sterben. Rested Mested. Warum wirst du sterben? Weil dann Wolf auf einmal um die Ecke kam und hat mich einfach tot gebissen. No. Das war also kein August! Nee. Ich versuch dich mal nicht ins Feuer zu schieben, ne? Danke. Wenn du mich ins Feuer schiebst, quitt ich übrigens, ne? Bitte schieb mich ins Feuer. Oh, weswegen du immer quitten willst, ey. Das ist eine richtige Quitte. Ich wollte gerade sagen. Hast mir jetzt irgendwas gegen geht Kevin gegen den Strich. Ich will eine Quitte! Gib mir Quittenmarmelade. Ich halt auch mein Skill jetzt ein bisschen aufleveln hier. Oh, ich wurde ins Feuer geschoben. Da muss ich direkt das Spiel verlassen und aus Frust eine Milchquitte essen. Hab gar keine hier. Ist nicht, warum du jetzt das sagst. Ich geh übrigens, ne? Na dann, haust du rein. Geh ich mal resten. By the way, das wäre eigentlich total insane, wenn die wirklich eine Milchschnitte rausbringen würden mit Quittenmarmelade drin und das einfach Milchquitte nennen würden. Also honestly, das wäre echt richtig nice. Also wenn sie das machen, wenn sie das machen, ne, dann will ich aber definitiv Credits hinten drauf sehen. Direkt neben den Kalorien, powered by Matze. Wieso bei Matze jetzt? Das war doch Bennys Idee. Ja, nee, aber ich hab den Matze hat ja das mit der Milchquitte gebracht, also. Ach, das ist nicht mein Ding. Deshalb müssen die Props tatsächlich an Matze gehen. Okay. Aber die wissen trotzdem nicht, dass Matze da. Wir können ja Enhanced bei Benny hinten ranschreiben. Die wissen trotzdem nicht, dass ihr das Wort. Woher? Jetzt bleibt doch mal stehen, du Kobold. Guck den Stream an. Nee, ich bleib nicht stehen. Von der, so. Der CEO von der Milchschnitte guckt dir zu. Von der Milchschnitte, also sie voll Beruf, CEO auf Milchschnitte. Nur Milchschnitte-CEO. Die Milchschnitten Incorporation. Jetzt habe ich keine Lust mehr, damals, jetzt rennt er weg. Unsere Lieblingsprodukte sind ein milchiges, schokoladenwaffelähnliches Konstrukt und Stinger 2 Raketen. Warum jetzt Stinger 2 Raketen? Für die Kohle. Jedes Unternehmen braucht Stinger 2 Raketen. Ist so. Um gegen Kinder Pinguin vorzugehen. Also, Real Rap? Real Rap. Kinder Pinguin, größer Milchschnitte. Geh ich mit, ja. Bin ich auch bei dir, ja. Aber Milchschnitte muss bestehen bleiben, um meinen Witz aufzugreifen. Ja, ja, klar. Also, Milchschnitte ist nicht scheiße, um Gottes Willen. Das ist nice. Aber es ist halt einfach nicht besser als Kinder Pinguin. Nee, Freund. Auf gar keinen Fall. Also, da. Aber bei Kinder Pinguin auch nur das Original, ne? Nicht, also. Nicht diesen anderen Schnodder, den sie immer rausbringen. Der ist nicht schlecht, so von wegen Himbeere und Kirsche. Ich hab's mal probiert, zum Beispiel Kokos oder so hab ich probiert. Das war halt gar nix. Kokos hab ich gar nicht probiert. Besser als Erdbeere oder Himbeere oder so ein Shit. Nee, also Kokos würde ich gar nicht erst probieren. Das ist ja. Hä, wieso? Kokos ist das Beste. Nee. Kokos ist geil. Ja, Kokos ist insane. Das würde ich eher auf einer Pizza sehen als Ananas. Ja, das stimmt mir nicht. Ich fahr doch ein Ford Kokos. Also ist es einfach nur ein weißer Ford Focus? Basically. Das ist aber auch geil. Dead, ne?
Was fährst du, Bock? Auch mal ein bisschen Edelholz oder was? Hier, könnt ihr mal kurz herkommen? Ich hab zwei Let's Gitos am Arsch. Ja, okay, sobald der. Mal zu Benny. Sobald der Goblin hier meinen Frostner gefressen hat. Nicht sobald der irgendwas gemacht hat. Töte ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Mein Gott, ja. Ey. Hau einen zweiten Gang in deinen Fort Kokos und beruhig dich. Ich bin sogar extra durchs Feuer gelatscht. Wo bist denn? Hier, da ich unten. Bin ja schon da. Ich kümmere mich um den Deskito, der gerade überhaupt nicht auf mich aggroen will. Ich laufe einfach um dich herum und tu so, als wäre ich wichtig. Hä, warum ist denn nichts drin? Ach jetzt. Oh, dies, das. Warum liegt hier Stroh? Weiß ich nicht, du hast doch die Antwort drauf. Warum hast du eine Maske auf? Ich habe keine Maske auf, siehst du doch. Das ist keine Antwort, das ist eine Gegenfrage. Do you even know how to antwort? Er hat mich verschluckt. Ihr habt da mal kurz, ne? Alles klar. Bis dann. Da hilft noch eine Milchquitte, Milchquitte im Fort Kokos. Was hast du nicht gesagt? Hoffentlich ist der Stream FSK18 eingestellt. Ist so, ne? Haben wir eigentlich einen Stream? Ach, haben wir ja, tatsächlich, klar. Kevin. Gut gemacht. Ja, Milch. Milch. Milchquitte oder Milchquitte, je nachdem. Was jetzt die Milchquitte oder die Milchquitte? Was davon ist etabliert oder beides? Wie nennt man eine ältere Dame, die einen Rage-Quit vollzieht? heute ist was los. Aber verlieren wir gleich Zuschauer hier. Ich weiß nicht, am Anfang war es irgendwie so, ne? Hat sich komplett gezogen, aber jetzt am Ende sind wir komplett in Fire. Ist so, ne? Wie so ein alternder Wein. Das ist der Holunderblütensirup, den wir gemacht haben, der dröhnt jetzt richtig rein hier. Na knallt! Ja, knallt weg, du! Ja, hier sind die Plains dann auch hier zu Ende. Mhm. Hier ist Darkwood. Also sind sie doch recht ausgiebig. Aber es gibt tatsächlich, aber also falls wir das noch machen wollen, es gibt bei dem ersten Sumpfgebiet gibt es noch ein ganz kleines Plains-Biom und da ist noch ein Dorf. Hier ist auch noch ein Dorfstück. Okay, nee, hier ist nur ein. Hier ist eine Struktur! Nee, warte mal, das ist dein Ding, sorry. Ich geh mal rein. Da ist nur ein Feuer. Und ein paar Pilze. Aber nimm die Pilze mit. Perfekte Zutatenliste für die Schwammesuppe. Soll ich's markieren auf der Map? Ja, klar. Nenn's Schwammesuppe. Nee, ein Gott, ich hab euch Eigentum gegeben. Der ist auch nicht schlimm. Ist auch gut, wir müssen eh zurück. Können wir nicht einfach hier straight über die Berge gehen? Ja. Wir können auch über die Berge gehen, ja. Wollte ich mich jetzt gerade irgendwie sehen, weil. Dann über Mordor nach Hause erstmal, oder was? Ja, wir können entweder das machen, was Benny sagt, oder wir gehen halt wirklich nochmal kurz durch die zwei Portale und in den Sumpf. Das ist jetzt nicht so weit. Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eh noch eine halbe Stunde oder so ranhängen, können wir auch nochmal. Wollten wir eine halbe Stunde ranhängen? Keine Ahnung, also Stand jetzt, also ab jetzt meine ich. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollten in den nächsten 10 Minuten Schluss machen, lohnt sich es natürlich nicht mehr. Also von mir aus seitlich können wir es noch machen, deswegen geht es von Kevin nach. Könnt es auch trotzdem machen, es hängt nicht immer von mir ab. Ohne dich sterben wir, du bist der Einzige, der hier kämpfen kann. Ist so, du musst das Team tanken. Ich muss ihn reintanken oder was? Hier ist auch schon mal ein Drache. Ja, tank mal weg. Oh, richtig ja, schön in den Rücken reingesnickert. Machen wir bis 3/4. Oh, das kriegen wir hin. Aua. Oder was? Was ist denn das hier? Warum leuchtet denn das so? Was, ach, weil die Sonne scheint. Was tut es? Es leuchtet blau. Nee, es war nicht blau, es war eher so ein Pink. Nein. Es war rosa. Oh, Pink ist auch cool. Was für rosa, Junge? Pink da ist eine andere Struktur. Farbe als rosa. Entschuldige, Kevin, aber ich hab's eher gesehen. Ja. Schön. Back dir ein Eis drauf. Wo ist er denn? Willst du mich sehen? Ein Eis backen. Schon mal ein Eis gebacken? Ich hab schon mal gebackenes Eis gegessen, ja. Mhm. Wie soll das. Also, soll das frittiertes Eis halt. Mhm. Es ist ja basically backen mit Fett.
Schmeckt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt hätte, ehrlich gesagt. Also, hab ich einmal gegessen, war ein bisschen unterwältigt und seitdem nie wieder. Aha, bin Neo. Wie komme ich jetzt da hoch? Holz und eine Treppe bauen. Würde ich sagen. Kann man die Kiste nicht einfach von hier unten erreichen? Kann auch sein. Ja, man kann es auch einfach runterklallen lassen. Das geht natürlich auch. Irgendwas war drin? Keine Ahnung, ist es kaputt gegangen. Achso. Frostpfeile. Frostpfeile? Mhm. Okay. Frostpfeile. Dann Frostpfeile. Halt den Kasten sauber. Aber auf alle Fälle war da eine Struktur! Das ist es ja, was zählt. Muss erstmal Stamina regenerieren. Regenerieren. Oh yeah. Struktur! Rutscht rückwärts wieder runter. Ich höre einen Draken. Ich sehe einen Draken. Struktur! Ich weiß nicht, also irgendwie. Ihr macht das erstens zu häufig und zweitens klaut ihr mir das immer. Das Problem ist, dass wir halt häufig eine Struktur finden, ne? Ja, dann. Struktur, Schmucktur, sag ich immer. Bleib doch mal hier, Junge! Steingolem! Aua! Und jetzt ernsthaft hier mit 0,05 HP überlebt, nur weil er ein Drache ist. Ich geh da mal von dem Steingolem weg. Denkst du nicht, oder was? Ich mach den tot. Wärst du der Matze? Nee, ich mach den tot. Ach so. Oh, was hat denn der für Knockback-Damage, Junge? Wer jetzt? Der Golem. Der knockt dich halt weg. Knockback, Schmockback, sag ich immer. Wir müssen dann aber tatsächlich mal zurück. Ich hab keine Pfeile mehr. Irgendwann immer. Ja, das können wir gerne machen. Ich kann den Drachen hier nicht besiegen. Den Golem auch fast schon halb tot. Jetzt kommt noch ein Supportive Wolf hier. Ah, schade. He tried. Hör doch mal auf, immer zuzuschlagen. Gewalt ist keine Lösung. Jetzt komm her und lass mal einen Frostner sprechen. Wo ist denn Benny eigentlich? Ich bin weiter gelaufen. Okay. Ja, Matze kann ja zur Not auch weiterlaufen. Muss den Steingolem nicht töten. Doch, muss ich. Okay, dann mach mal. Ich will for fuck's sake so eine Trophy von dem haben. Gibt's das? Ja. Na, dann lauf ich auch mal zum Haus. Also zum Portal. Hat hier jemand schon mal eine? Nope. Nee, noch nicht, nee. Ach du Scheiße, mein Rest ist buff. Meiner ist auch schon lange weg. Time to die. Lass mir da Ausdauer regenerieren hier. Oh, die Hütte sieht nicht mehr so gut aus. Wurde gegolemt. Gegolemt. Daneben. Getroffen.
Frost the Broke, jetzt habe ich Stress. Okay. Oh, ich würde sagen, it is. Was ist los, Betty? Schwarz Metal. Hast du noch ein Inventar oder was? Nö, nee, klar. Naja, dann hausen die Kisten im. Spitzhacke, Schmitzhacke, sage ich immer. Sagst du gar nicht. Wann hast du eine Trophy bekommen? Ich weiß nicht, der Golem sitzt noch drauf. Er muss mal despawnen, aber sieht nie so aus. Stark. Überlege, was ich weghauen könnte. Eigentlich nischt so richtig. Ach doch, Grauzwergaugen. Grauzwergaugen können weg, aber richtig. Ja. Was liegt denn hier? Kann zwei Rubine. Wieso zum? Wieso mit zum den Hengeri- Pudding herstellen. Spitze, schön, dass ihr Puddings machen könnt. So nicht. Nee, Scheiße, muss was ich mich mit meiner Axt jetzt verteidigen? Das wurde ja so angekündigt, dass es irgendeinen Augenpudding gibt und. Ach ja, es stimmt. Gibt Blutpudding. Nee, im neuen Update. Ach so, im neuen Update. Ja, okay, nee, das weiß ich gerade nicht. Da weiß ich nur, dass. Ach so, Ice Cream meinst du wahrscheinlich, ne? Vermutlich, ja. Ich hab's, glaube ich, tatsächlich diesmal nicht im Englischen gelesen. Ich glaube, dafür brauchst du Frost Glands. Auch, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du Kreuzwerkaugen dafür brauchst. Alleine schon, dass die mal irgendeinen Zweck bekommen. Würde mich total sehen, so ein paar Grauzwergaugen zu essen. Vor allem tiefgekühlt. Jetzt zum Serious Gourmet-Shit. Hast du schon mal probiert? Klar. Ja. Frozen Great Dwarf Eye. Waren es ist besser oder schlechter als frittiertes Eis? Ja, ungefähr gleich. Also auf einer Skala von Tomate bis 100 würde ich sagen, war es schon so eine 67. 67, Entschuldigung.